Herzlich willkommen zum Mammutmarsch Stuttgart. 3, 2, 1, viel Spaß euch! Die ersten Meter. Wir sind immer noch auf dem ersten Kilometer. Und guck mal, man sieht schon, was uns in Stuttgart begrüßt. Ansteigungen. Also ich merke schon, dass der Atem schwer wird, weil es jetzt nur so ein kleiner Anstieg ist. Aber wir haben eben schon gesagt, dass es super schön, weil es richtig herbstlich ist. Alle Blätter sind schon gefärbt. Man läuft hier im Wald entlang. Ein Teil den ganzen Herbst, auf das runtergefallen ist. Also richtig, richtig schön. Und die Sonne scheint. Also mir treibt es auf jeden Fall schon ein bisschen die Wärme in die Füße. Ja. Aber es ist ich dachte heute Morgen noch, ich werde kalt angezogen, jetzt glaube ich hier ein T-Shirt rum. Ja. Noch am Start meinte er, oh, hätte ich auch ein Longsleeve so wie du angezogen. Und jetzt glaube ich, bist du über die Kleidungswahl doch sehr zufrieden, oder? Ja. Mit dem T-Shirt. Ja, im Moment könnte ich auch kurze Hosen tragen. Okay. Also bis jetzt geht's gefühlt bis auf so einen kleinen Stell, wo es mal runterging, immer bergauf. Aber irgendwann muss es runtergehen, weil es ist ja ein Ringkurs. Ich habe Hoffnung. Also die Weinberge sind im Moment noch unser ständiger Begleiter. Mal schauen, was die Strecke noch so bringt. Kurzer Zwischenstand. 4 Kilometer. Und mein Magen knurrt. Die Anfahrt von Frankfurt und dann hierher und der Start und die Energie beim Jubeln durch den Start zu laufen, hat schon den ganzen Milchreis von heute Morgen aufgefressen. Also, ich glaube, gleich muss hier die erste Zwischenverpflegungsstation vor der offiziellen Verpflegungsstation kommen. Ja, wir sind hier im Land, wo es gute Brezeln gibt. Und wo kaufen wir sie? Bei Kamps. Ja, das war halt nur schnell nach dem Bahnhof am Aussteigen. Erster Bäcker, der auf dem Weg zur S-Bahn war. Und das war halt der Bäckerkampf. So ist es. Aber die werden bestimmt schmecken und jetzt ein wenig Energie geben. Überraschenderweise kommt jetzt schon der erste Verpflegungspunkt. Wir schauen uns den jetzt mal an. Ja. Vielleicht gibt es eine Essiggurke. Vor allem, dafür ist der Abstecher immer ein. Dafür muss man immer einen Abstecher nehmen. Sehr gut. Aber ich muss sagen, Matthias, ich wollte ja eben die Brezel noch essen und wir haben noch nicht die Brezel gegessen. Also vielleicht kommt jetzt irgendwas, was schon mal die Brezel überbrückt. Man sieht die letzte Startgruppe, es ist super leer. Kaffee, Getränke. Da vorne gibt es die Behälter wahrscheinlich mit Gemüse und Süßes. Was steht auf deiner Banane? Heute steht drauf, oh nein, jetzt habe ich sie schon aufgemacht, weil da war noch ein kleiner Smiley. Seht ihr denn? Du Schnecke. Ja, ich hoffe. Im positiven Sinne. Im positiven Sinne, ja. Richtig. Mal gucken, wie die original baden-württembergische Kampfbrezel ist. Matthias, vielleicht haben die schon andere Kampffilialen. Und ja. Die baden-württembergischen Brezeln schmecken einfach anders, weil sie hier ihren Ursprung haben. So, und was ist das Motto heute vom Tag? Ich wollte erst mal fragen, was ist bei euch oben und was ist bei euch unten von der Brezel? Warum? Was oben, was unten? Schreib es mal in die Kommentare. Okay, du verrätst es aber nicht. Es gibt. Für mich ist es so, gehört die Brezel so rum. Ja, ich finde auch, da ist der Brezelmund, weil die hier so gebrochen ist. Aber wer weiß. Aber weißt du, was ich noch sagen wollte? Heute ist das Motto. Schön ist hier. Aber waren Sie schon in Baden-Württemberg? Und heute passt, wir sind in Baden-Württemberg. Wir wollten euch dann mal kurz den Anstieg zeigen. Da geht es jetzt wieder hoch. Also gerade, wenn es irgendwie mal so ein bisschen gerade ging, lauert schon die nächste Steigung. Aber bis jetzt muss ich sagen, die Strecke ist mega, mega schön. Also es ist fast nur Wald bis jetzt. Hier haben wir jemanden, der noch Brezel isst, den Mund voll hat. Ja. Ich bin aber auch fies, oder? 6,5 Kilometer haben wir jetzt so ein bisschen auf der Uhr. Und ich muss sagen, die Anstiege, die gehen immer so wellenartig. Also wir hatten eben schon
einen Anstieg, dann geht es kurz runter, dann kann man kurz durchatmen. Der Puls senkt sich und dann kommt die nächste Welle. Also es ist wie Wellenreiten auf den Anstiegen. Führerstrahl, ja. Nur weil es bergab geht. Ja, aber ich finde es auch richtig cool, weil es ist gerade wie so eine Achterbahn runter, wie so eine Abfahrt. Richtig cool. Oder es erinnert mich so ein bisschen an so eine Parkhausspindel, ehrlicherweise. Mit rasantem Tempo. Bis jetzt gefällt mir die Strecke richtig, richtig gut. Ja. Ich verzeihe auch die vielen Höhenmeter. Weil, was bringen die Höhenmeter, Matthias? Einen strammen Hintern. Richtig. Ich finde es halt auch immer cool, wenn man eine Strecke hat. Und ja, ich mag es auch, wenn man sich selbst was raussucht und überlegt, wo der Weg hin ist. Aber es ist natürlich sehr komfortabel, heute Morgen einfach in den Start zu gehen und den kleinen Pfeilen zu folgen, wie so bei so einer Schnitzeljagd. 10 Kilometer geschafft. Tada! VP2. Juhu! Und das in wunderschöner Kulisse. Schaut mal hier, wie das aussieht. Und es gibt auch eine Aussicht. Da sind wir eben hoch. Sieht man es in meinen Wangen? Also ich habe schon, ganz gut angestrengt. Auf eine gute Art und Weise. Ich trinke Eistee. Und bei mir gibt's Cola. Wer hätte es anders gedacht? Bei Cola bin ich doch immer dabei. Genau, wir haben uns jetzt einfach für ein bisschen Hydration entschieden. Und sind da Elektrolyte drin oder ist es keine? Salz ist wahrscheinlich drin. Okay. Es gibt auf jeden Fall Energie und Freude zurück. Und das ist, was zählt. Wer denkt schon an Nährstoffe? Also, in diesem Sinne werden wir jetzt noch unsere Getränke genießen und dann aber auch gleich unsere Beine wieder in die Hände nehmen. Es geht weiter und wir verabschieden uns von dieser tollen Kulisse im Hintergrund. Wir haben jetzt fast 15 Kilometer. Also schon fast Halbzeit. Ja. Richtig krass. Das geht so rucki zucki hier. Ja, aber ich bin so froh, dass wir das nochmal zum Jahresabschluss machen. Ja. Also, was heißt Jahresabschluss? Es ist gerade mal Mitte Oktober. Ja. Und der Jahresabschluss für die Mammutmarsch. Für den Mammutmarsch, genau, richtig. Sorry, wir mussten es nochmal korrigieren. Aber wir sind ja schon nächstes Jahr für den Mammutmarsch Rhein-Main wieder angemeldet. Richtig. Und ich denke, Mannheim machen wir auch noch. Ja. Und ich habe ja schon gesagt, mich kribbelt gegen meine meine strikte Aussage nach Berlin. Nie wieder, nie wieder. Ja, also ich würde gerne nochmal die 100 machen, demnächst. Jetzt ist es offiziell raus. Aber dann wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte, weil... Ja, wir heiraten. Man kann nicht alles auf einmal machen. Vergesst unser Jammern über die Höhenmeter. Die Gefälle sind viel schlimmer als die Steigungen. Das geht gerade richtig in die Knie. Ja, aber es geht schon richtig im Galopp hier runter. Wisst ihr, wie ein Flitzebogen. Ja, es muss noch Zeit sein für den Döner, bevor wir in den Zug zurück nach Frankfurt steigen. Ja, also wir hatten vorhin überlegt, was gibt es zum Abendessen. Und man kennt hier, es kennt einen Platz für veganen Döner hier in Stuttgart. Und das hat ihn jetzt noch mal mehr angespornt. Kurzer Sprint an den Rand, weil, guckt mal hier die Herbstfarben. Sieht das nicht toll aus? So viel Zeit muss sein. Dafür hoppeln wir auch mal an den Rand, um euch das zu zeigen. Das ist eine Wanderveranstaltung, junge Dame. Ja, und das kein Laufevent. Richtig. Ja, das ist nur, ich bin ja abseits vom Weg gelaufen, sozusagen. Okay. Ich habe eine extra Schleife für euch gedreht. VP3. Ich habe das Gefühl, auf der kurzen Strecke, also wir haben jetzt 18,6 bei mir auf der Uhr, Verpflegungspunkt 3. Ich habe das Gefühl, wir sind ständig am Essen. Aber wir nehmen die Herausforderung an. Richtig. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich es schlecht finde. Außerhalb der VPs muss man natürlich auch seine eigene Gurke dabei haben. Macht bloß zwei Gurken auch. Bestimmt. Die haben bestimmt gegärt damit. Oh, die ist aber schon ganz schön groß, oder? Ja. Dann lass es dir schmecken.
Es geht gar diesmal. Ich bin ganz so sauer wie die letzte. Was war denn mit der letzten Note? Schätzt sie bei dir nicht gut? Vielleicht. Schmeckt sie dir sogar? Mm-mm. Jetzt kommst du, dass er in den Mund wächst. Boah. Jetzt weiß ich wieder, warum die so schlimm war beim letzten Mal. Oh ja, mein ganzer Mund brennt. Also, möchtest du die diesmal noch im Adventskalender? Oder schreib's in die Kommentare. Aber ich fand. Ob Julian mir die nochmal schenken soll. Oh. Aber ich fand es damals sehr kreativ, die in den Adventskalender zu packen. Schatzi. Ja, mir brennt echt der ganze Mund. Es ist so viel Säure. Oh, jetzt trinkt er noch das Gurkenwasser. Nachdem er eben schon bei der Gurke gesagt hat, ihm ätzt alles weg. Ja, okay. Wir sehen uns später wieder. Seht ihr schon nach vorne? In der GoPro, ganz weit entfernt, ist eine Menschenansammlung. Und das heißt 20 Kilometer. Und damit haben wir schon, und das ist, finde ich, jetzt unglaublich, ehrlicherweise, weil man gefühlt halt noch gar nicht so lange unterwegs ist, zwei Drittel der Strecke geschafft. Nach den 20 Kilometer dann. Wir hatten ja am Anfang diese schon extremen Höhenmeter und du hast ja auch eben gesagt, wenn wir jetzt runterlaufen, geht es wieder hoch. Ich bin mal gespannt, ob der erste Teil der war, der wirklich das Ende am meisten in sich hatte oder ob da noch was auf uns lauert. Ich muss sagen, ich habe vorhin auf die Höhenmeter geschaut. Okay. Willst du es wissen? Nein. Okay. Ich laufe lieber ins Ungewisse gerade. Das macht mir Spaß. Und nachher werde ich ein bisschen jammern. Da drüben ist es jetzt so matschig, dass wir hier so einen zweiten Trampelpfad. Der ist auch schon so matschig. Das hier wirklich einsinken und festkleben am Boden. Erhöhte Schwierigkeiten. Ich habe auch das Gefühl, meine ganze Schuhsohle klebt noch voll. Guck mal, was da auf der anderen Seite uns anlächelt. Da steht was vom Freibier. Ohoho. Aha. Die derben schon. 25 Kilometer. Und Freibier. Werden wir uns eins holen? Ja. Und wir sind schon wieder am Quatschen. Durchwegs. Und vergessen dabei immer das Filmen. Ja. Also, wenn ihr nicht alles so von uns mitbekommt, ist es, weil Matthias und ich gerne plaudern. Ja, wir gestehen. Und lachen dabei auch noch mal. Tja, so ist es. VP4 auf 30 Kilometer. Matthias' Gesicht war richtig schockiert eben. Er war so, was? Noch ein Verpflegungspunkt? Ja, und wie viel hatten wir auf die 100 Kilometer in Berlin? Ja, vier oder so, viereinhalb könnte man sagen. Okay, also da geht's jetzt theoretisch rein. Wir lassen es jetzt aus und gehen gleich weiter. Ja. Sind nämlich noch unter 5 Kilometer für uns. Ja. Matthias? Ja. Da hinten sind Klimmzugstangen. Ja, dafür haben wir leider keine Zeit. Wie? Ich dachte, es geht hier nicht auf Zeit. Wir müssen einen Zug erwischen, wenn wir fertig sind. Das stimmt. Ja, schon ein anderes Gefühl, weil es nachher, dass wir direkt wieder nach Frankfurt fahren und noch. Es war super schnell unten war mit dem ICE, 1 Stunde 45, glaube ich. Aber wenn man hier gelaufen ist, schützt es sich einfach auf eine Dusche und ein Essen freut. Natürlich auch die 2 Stunden Fahrzeit dann doch ein bisschen, ja, kleiner Wehmutstropfen. Aber wie gesagt, nur ein ganz kleiner. So, auf dem Endspurt gibt es nochmal jede Menge Treppen. Man merkt jetzt richtig, dass es auf den Endspurt zugeht. Wir haben noch ungefähr, ja, gut 2 Kilometer. Und jetzt zieht es irgendwie auch nochmal ein bisschen vom Tempo an, weil alle so gefühlt ins Ziel wollen.
Ja. Ach, hier neben mir. Du musst jetzt ins Ziel kommen, bevor der Akku leer ist. Ja, okay, das ist das Ziel. Also wächst gleich der letzte Kilometer lang geworden. Man hört schon den Zieljubel. Es ist nicht mehr weit. Laut meiner Uhr noch 314 Meter. Geschafft! Danke fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen. Bis bald, auf Wiedersehen.